Hallo ihr Lieben, heute habe ich noch die Neuerscheinungen für den April für euch, auch wenn heute schon der 1.4. ist, dachte ich mir, machen wir trotzdem noch Neuerscheinungen und ja, ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Milo hat halt auch keinen Bock mehr, der liegt schon hier hinten in der Ecke und guckt schon die ganze Zeit, was ich hier so veranstalte. Und ich würde sagen, damit starten wir mit den Neuerscheinungen, die am 3.4. rauskommen. Ich werde nicht wieder zu jedem Buch was sagen, da es teilweise natürlich wieder Fortsetzungen sind und ich mich selber auch nicht spoilern möchte. Und wir fangen mal an mit dem ersten Buch, was erscheint. Und zwar ist das der zweite Teil zu Die Legende der vier Königreiche von Amy Tintera. Und der zweite Teil ist Vereint. Ich freue mich schon wahnsinnig doll auf dieses Buch und ich weiß auch schon, dass ich es vom Verlag bekommen werde und da freue ich mich schon so unglaublich drauf, denn ich habe den ersten Teil richtig, richtig doll gefeiert und ich mochte den ersten Teil total gerne und ja, freue mich dann, wenn ich den zweiten Teil zu Die Legende der vier Königreiche auch mitlesen kann. Hihihi, I'm so happy. Dann erscheint noch am 3.4. der dritte Teil der Big Time-Reihe von Jennifer Estep und zwar ist das Jinx. Und es geht ja hier um Superhelden in dieser Reihe und ich dachte mir, ich liebe Superhelden und deswegen lese ich euch mal vor, worum es im dritten Teil geht. Denn in dieser Reihe ist es so, dass es nicht um einen Charakter die ganze Zeit geht, sondern es geht in jedem Buch um einen anderen Hauptcharakter. Und das finde ich richtig cool und deswegen dachte ich mir, ich lese euch mal vor, um wen es im dritten Teil geht. Bella Bellucci hat die wohl nervigsten Superkräfte der Welt. Sie zieht sowohl Glück als auch Pech magisch an. Das hat zwar den Vorteil, dass der Fashion-Designerin oft ziemlich coole Sachen passieren, nur leider haben die meist einen riesigen Haken. Und so stolpert Bella von einer blöden Situation in die nächste. Wie zum Beispiel, als eine von ihr ausgerichtete Wohltätigkeitsveranstaltung von den fiesen Superschurken Hangman heimgesucht wird, der nach einem der ausgestellten Saphir regiert. Bellas Glück hilft ihr zwar, mit dem Juwel zu entkommen, doch zu ihrem großen Pech steht ihr ausgerechnet der charmante Debonair zur Seite, der Bella in die wohl blödeste Situation von allen bringt, sich in den zwielichtigen Superhelden zu verlieben. Und ich finde, das klingt wieder ganz, ganz toll und ich fand den ersten Teil der Big Time-Reihe richtig gut. Ich habe Karma Girl total gefeiert. Der zweite Teil, Hot Mama, war auch gut, war jetzt aber nicht so gut wie der erste. Also der war ein bisschen schwächer, weil in dem Buch, im zweiten Teil weiß ich noch, da ging es immer nur darum, dass sie den ganze Zeit gegessen hat. Und die hat 150 Mal beschrieben, die Autorin, was die alles in sich reinstopft. Und ich dachte mir nur die ganze Zeit, wir wissen doch verdammte Scheiße endlich, dass sie so viel isst. Deswegen, warum schreibst du das jedes Mal dorthin? Und ja, das hat mich halt im zweiten Teil schon genervt, aber im dritten Teil ist das ja jetzt nicht so. Die isst jetzt nicht ganz so viel und ich freue mich schon auf den dritten Teil und werde mir Jinx auf jeden Fall auch mitholen und dann auch mitlesen. Und ja, ich freue mich da schon sehr drauf. Ich liebe Superheldengeschichten und ich finde gerade bei Bella Bellucci die Superkraft mit dem Glück und dem Pech, das finde ich schon richtig cool, weil man dadurch echt in richtig blöde Situationen kommt. Das hat man im zweiten Teil dann nämlich auch schon gesehen. Und das dritte Buch, was ich für den 3. April rausgesucht habe, ist Bitter und Bad. Das ist von der gleichen Autorin, die Bitter und Sweet geschrieben hat. Und ich weiß nicht, ob diese Reihen miteinander zusammenhängen. Ich vermute es mal. Ich habe Bitter und Sweet noch nicht gelesen. Die Bücher stehen aber definitiv noch irgendwo mit auf meiner Liste. Ich habe sie auf jeden Fall noch mit im Kopf. Und ja, ich fand Bitter und Bad hört sich auf jeden Fall richtig cool an. Deswegen habe ich es mir mal mit aufgeschrieben. Und auch hier lese ich euch mal vor, worum es in diesem Buch geht. Jill arbeitet seit 3 Jahren als Dämonenjägerin, doch in letzter Zeit laufen all ihre Aufträge schlecht. Sie hat ihre Magie nicht mehr unter Kontrolle und bei ihren Einsätzen ist es mehrmals zu Unfällen gekommen. Auch die Vampire und Werwölfe in ihrem Umfeld verhalten sich seltsam. Etwas scheint die Lebensenergie der übernatürlichen Wesen zu beeinflussen. Als Jill herausfindet, dass einige Vampire dem Wahnsinn verfallen sind und einen grausamen Mord begangen haben, macht sie sich auf die Suche nach der Ursache. Dabei kommt sie einer vergessen geglaubten Legende auf die Spur und stößt auf einen Feind, der gefährlicher ist als alles, was Jill bisher je gekannt hat. Und ich finde, das klingt richtig, richtig gut. Und deswegen habe ich mir Bitter und Bad auf jeden Fall mal mit aufgeschrieben. Und ja, wie gesagt, Bitter und Sweet steht auch noch auf meiner Wunschliste. Das möchte ich auch irgendwann nochmal mitlesen. Die sollen ja auch richtig cool gewesen sein, die Bücher. Und ja, so viel zu Bitter und Bad. Das nächste Buch, was ich euch zeige, sollte eigentlich am 5.4. erscheinen. Heute früh stand wieder drin, 29.3. Vielleicht steht morgen wieder was ganz anderes drin. Ich weiß im Prinzip nicht, wann dieses Buch rauskommt. Ich gehe jetzt aber einfach mal von dem Datum aus, was ich, wo ich die Bücher mir zusammengesucht habe, da stand. Und da stand 5.4. Wie gesagt, es kann sein, dass es vielleicht auch schon am 29.3. rausgekommen ist. Dann ist es schon da. Ich weiß es nicht genau. Amazon ändert hier irgendwie gefühlt täglich das Erscheinungsdatum. Deswegen kann es sein, wie gesagt, dass dieses Buch schon erschienen ist. Und zwar rede ich hier von dem Buch From Scratch. Und dieses Buch ist eine Liebesgeschichte und ich muss sagen, dass die richtig, richtig gut klingt und ich die deswegen auch mit aufgeschrieben habe. Und auch hier lese ich euch mal vor, worum es in diesem Buch geht. Mit 15 wurde Amanda Grace entführt. 738 Tage hält ihr Peiniger sie gefangen, bevor sie entkommen kann.
4 Jahre später kämpft Amanda immer noch verzweifelt darum, ihr Leben zurückzugewinnen. Vor 6 Jahren war Chase Henry ein Superstar. Dann kamen die Drogen, der Alkohol und der tiefe Fall. Heute setzt er alles daran, wieder auf die Beine zu kommen. Als sie sich begegnen, stehen Amanda und Chase vor dem Nichts und wollen doch beide dasselbe, glücklich sein. Sie treffen eine Vereinbarung, um ihre Vergangenheit hinter sich zu lassen. Doch was als gewagter Deal beginnt, entwickelt sich schon bald zu so viel mehr. Und ich finde, das klingt einfach richtig gut, gerade da beide so eine krass dramatische Vorgeschichte haben. Und ja, ich habe mir vom Scratch auf jeden Fall mal mit aufgeschrieben. Und wann auch immer dieses Buch jetzt erscheint, wie gesagt, vielleicht am 5.4., vielleicht am 29.3., vielleicht noch irgendwas da dazwischen oder später. Ich habe keine Ahnung, wir werden es sehen. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, wenn das Buch erscheint. Ich habe es mir mit aufgeschrieben und ich denke auch, dass ich es mir auf jeden Fall mit holen werde, denn wie gesagt, es klingt einfach richtig, richtig gut. Das nächste Buch, was ich euch zeigen möchte, habe ich zwar aussortiert und ich möchte diese Reihe zwar nicht weiterlesen, aber ich dachte mir, für alle, die es interessiert, am 8.4. erscheint der zweite Teil zu Soulmates von Bianca Iosivoni. Und ich wollte es an dieser Stelle einfach mal mit erwähnt haben, denn das Buch war ja nicht grundsätzlich schlecht, das war halt einfach nicht meins. Bei mir war das damals so, wo ich das Buch gelesen habe, war es gut, hat es mir auch gut gefallen, aber je mehr Zeit zwischen mir und dem Buch lag, umso weniger konnte ich mich an die Geschichte erinnern, umso weniger konnte ich mich an die Charaktere erinnern. Das war einfach ein Buch, was mir nicht im Kopf geblieben ist und deswegen habe ich mir gesagt so, nö, du müsstest rein deutsch den ersten Teil nochmal lesen, bevor du den zweiten liest, und da hatte ich keinen Bock zu und deswegen habe ich mir gedacht, dann sortiere dieses Buch aus. Aber ich wollte es an dieser Stelle einfach mal mit erwähnt haben, am 8.4. Soulmates 2. Dann haben wir drei Bücher, die am 10. April erscheinen, und zwar einmal der dritte Teil der Love Vegas Reihe. Ich habe nochmal geguckt, die Reihe heißt Love Vegas Reihe und zwar Game of Destiny von Geneva Lee. Ich habe die ersten beiden Teile ja jetzt vor kurzem erst gelesen und euch auch vorgestellt. Ich bin auf den dritten Teil schon sehr, sehr gespannt. Ich bin auf die große Auflösung gespannt. Ich bin echt gespannt, wer hier der Mörder gewesen ist und wer dieser Dealer ist, und ich hoffe, dass das Ende nachvollziehbar ist und nicht so ganz so übelst gefahren wird. Und ja, ich habe ja nach dem zweiten Teil so ein bisschen Angst, in was für eine Richtung sich das Ganze entwickeln könnte. Das wäre echt mega weird. Naja, wir werden sehen. Auf jeden Fall erscheint Game of Destiny am 10. April und ich freue mich schon drauf und ich möchte das Buch auf jeden Fall mitlesen. Das nächste Buch ist ebenfalls eine Fortsetzung, die am 10.04. erscheint, und zwar Ewig Wir von Janet Clark. Das ist der zweite Teil zu Ewig Dein von Janet Clark. Ich habe das Buch ja auch letztes Jahr gelesen. Ich habe es super gefeiert. Es war einfach ein so, so tolles Buch. Es war eine Urban Fantasy Krimi Jugendbuchgeschichte. Also es war total spannend geschrieben, es ist da so viel krasser Kram passiert und die Liebesgeschichte war auch einfach wirklich richtig, richtig toll und übelst dramatisch und so traurig am Ende. Und der erste Teil hat mir auf jeden Fall richtig gut gefallen, deswegen werde ich den zweiten auch auf jeden Fall lesen und ich freue mich schon, wenn der am 10.04. erscheint, und auch den bekomme ich vom Verlag. Das weiß ich auch schon, da freue ich mich auch total drüber, dass ich den zweiten Teil wieder vom Verlag bekomme. I'm so happy, und ich werde das Buch im April auf jeden Fall gleich mitlesen. Ich bin auf jeden Fall so gespannt, wie es mit Josie und Ray weitergeht. Ich fand den ersten Teil einfach grandios und der Schreibstil hat mir so mega gut gefallen und das Feeling in dem Buch war einfach so toll. Und ja, wer von euch Ewig Dein noch nicht kennt, sollte sich auf jeden Fall mal anschauen. Auf jeden Fall, der zweite Teil kommt am 10.04. Und das dritte Buch vom 10.04., was ich rausgesucht habe, ist der erste Teil einer Trilogie, glaube ich. Und zwar heißt das Fallende Stadt und ist von Lauren DiStefano. Und ich lese euch auch mal hier vor, worum es in diesem Buch geht. Die schwebende Stadt Interment ist ein Paradies über der Erde und ein gefährliches Gefängnis. Morgans Dockhour lebt gemeinsam mit ihrer Familie, ihrer besten Freundin Penn und ihrem Verlobten Basil auf der schwebenden Stadt Internet. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Internment. Ist egal. Noch nie hat sie die streng geschützten Grenzen ihrer Heimat überschritten. Doch dann geschieht ein Mord. Der erste seit einer Generation. Auf einmal stellt Morgan die Regeln von Internet in Frage und ist völlig unvorbereitet auf das, was sie erwartet. Ich finde, das sagt jetzt noch nicht so ultra viel zu der Geschichte aus, aber es klingt auf jeden Fall spannend und es hat mich so ein bisschen an Elysium erinnert. Kennt ihr noch Elysium, diesen Film mit Matt Damon? Ich vergesse immer seinen Namen. Auf jeden Fall mag ich den Schauspieler sehr. Und das hat mich auch so ein bisschen daran erinnert. Da ging es ja auch um so eine Stadt im Weltall, die den Privilegierten vorenthalten ist. Und dabei auch alles toll und fein. Und so ein bisschen hat mich das Ganze daran erinnert. Und ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich habe mir das Buch mal mit aufgeschrieben. Ob ich es dann gleich mitlesen werde, weiß ich nicht. Da im April, wie gesagt, auch wieder viele Fortsetzungen rauskommen, die ich lesen möchte. Aber ich habe mir Fallende Stadt auf jeden Fall mal mit aufgeschrieben.
Nach dem 10.04. kommt bei mir mal 14 Tage nichts und wir machen uns am 23.04. weiter. Und zwar kommt am 23.04. das Buch Höllenkönig raus. Und das ist so eigentlich kein Buch, wo ich eigentlich sofort sage, dass ich das ultra interessant fand, aber wo ich das dann gelesen habe, fand ich, klang es dann doch sehr, sehr spannend und hat mich dann doch irgendwie angesprochen. Und ich lese euch auch mal hier vor, worum es in Höllenkönig geht. Er war auserkoren, das Königreich zu regieren. Nun herrschte er über das grausamste Gefängnis der Fantasy. Am Gipfel eines verschneiten Berges gelegen, inmitten einer todbringenden Einöde, liegt die Höllenfeste. Ein unmenschliches Gefängnis, in dem die schlimmsten Verbrecher der Welt in lebenslanger Haft eingekerkert sind. Doch es sind nicht die Wachen, die die Macht über das Gefängnis in den Händen halten. Es ist der geheimnisvolle Höllenkönig, der die rivalisierenden Häftlinge kontrolliert. Was niemand weiß, Höllenkönig Xavier ist der einzige Verbrecher, der sich freiwillig in Ketten legen ließ. Welches entsetzliche Geheimnis hütet er? Und was steht in der geheimen Botschaft, die den Höllenkönig plötzlich seine Ketten sprengen lässt? Und wie gesagt, es klingt eigentlich nicht sofort nach einem Buch für mich, aber ich fand es trotzdem irgendwie doch interessant, deswegen habe ich es mir mal mit aufgeschrieben. Es steht jetzt auf jeden Fall auf meiner Wunschliste. Und irgendwas hatte das Buch definitiv, was mich anspricht, deswegen steht es jetzt auf meiner Wunschliste. Und ja, wenn es das Ganze interessiert... Höllenkönig erscheint am 23. April. Das zweite Buch, was ich für den 23. April noch mit aufgeschrieben habe, ist der zweite Teil zu Shadow Dragon. Hier kann ich euch zum Inhalt nichts sagen. Ich habe den ersten Teil auch noch nicht gelesen. Auch dieses Buch steht noch auf meiner Wunschliste, dass ich es irgendwann nochmal mitlesen möchte. Aber für alle, die diese Reihe kennen, am 23.04. erscheint der zweite Teil. Dann haben wir drei Bücher, die am 26.04. erscheinen. Zwei davon sind wieder Fortsetzungen, und zwar einmal der zweite Teil von Nevernight. Auch hier kann ich zum Inhalt nichts sagen. Auch dieses Buch steht noch auf meiner Wunschliste. Auch dieses Buch möchte ich irgendwann nochmal mitlesen. Habe ich aber noch nicht. Und ja, aber alle, die es gelesen haben, am 26.04. erscheint der zweite Teil. Und eine weitere Fortsetzung, die am 26. April erscheint, ist Riders, der zweite Teil von Veronica Rossi. Da habe ich auch schon viele gespaltene Meinungen zu diesem Buch gehört, aber ich dachte, ich erwähne es an dieser Stelle doch mal mit. Vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen. Und das letzte Buch, was ich von diesem Erscheinungstermin rausgesucht habe, ist Iron Flower. Das ist auch wieder der Auftakt einer Reihe. Und auch hier lese ich euch mal vor, worum es in diesem Buch geht. Sie haben keine Rechte. Sie mussten ihre Träume aufgeben, doch sie kämpfen eisern für Freiheit und Liebe. Sie sind Schwestern, könnten unterschiedlicher nicht sein und sind dennoch unzertrennlich. Nomi ist wild und unerschrocken, Serena schön und anmutig, und sie ist fest entschlossen, vom Thronfolger zu einer Grace auserwählt zu werden und ihr von Armut und Unterdrückung geprägtes Leben gegen eines in prunkvollen Regentenpalast einzutauschen. Doch am Tag der Auswahl kommt alles anders. Die Schwestern werden auseinandergerissen und ein grauenhaftes Schicksal erwartet sie, auf das sie niemand vorbereitet hat. Ich finde, das klingt ganz, ganz toll, und ich muss auch sagen, dass ich das Cover zu Iron Flower richtig, richtig cool finde. Das hat mich schon vor Monaten, wo ich mal nach Neuerscheinungen gesucht habe, gleich angesprochen. Und ja, ich bin gespannt auf dieses Buch. Ich denke nicht, dass ich es dann gleich mit lesen werde im April, aber es steht auf jeden Fall auf meiner Wunschliste. Und damit haben wir noch zwei Bücher, und zwar das eine Buch erscheint am 27. April und ist der neue Teil der Gilde der Jäger, und zwar Engelsgift. Das ist, glaube ich, der 9. oder 10. Teil der Reihe. Ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube, der 10. Ich glaube, 9 Teile sind schon erschienen. Und ja, Engelsgift erscheint, wie gesagt, am 27. April. Und dann habe ich mir noch aufgeschrieben, am 30.04. erscheint Ein Schatz aus Papier und Magie. Das ist der zweite Teil zu Ein Meer aus Zinte und Gold. Und ich dachte mir, ich erwähne es an dieser Stelle einfach mal mit, weil das Buch war ja eigentlich, wo es damals rauskam, auch schon sehr gehypt mit. Und deswegen sollte es an dieser Stelle auch nicht fehlen. Und das waren auch schon wieder die Neuerscheinungen vom April. Ich hoffe, ihr konntet ein, zwei Bücher für euch darunter entdecken. Und ja, ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Gucken. Wünsche euch noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.